Okay, dann wollen wir den hier jetzt mal auf Rathaus 8 Full Max bringen. Dazu nutzen wir am besten das Packer und Highlight Event. Und zu dem Event begrüße ich euch, lieber Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Heute mal auf meinem Rathaus 8er, denn der soll endlich mal Max werden. Ich bin ein ganz schlauer Held. Ist mir jetzt zu Beginn der Folge hier aufgefallen, wenn ich ja schon das Event mit euch spielen will, dann sollte ich wenigstens die Truppen auch ausgebildet haben. Na, ist nicht so schlimm. Den nehmen wir mit hier, weil wir machen uns das Dunkle voll. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Also zumindest nicht mehr mit diesem Account hier. Und ich habe jetzt auch endlich gelernt, ich habe die ganze Zeit, wo ich hier mit den Drachen gefarmt habe, habe ich. Was habe ich eigentlich? Ich habe immer noch einen Erdbebenzauber dabei gehabt. Den braucht man ja gar nicht mehr. Den brauchen wir gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier außen noch die 2 mit hinzu. Das reicht. Ja, mal sehen. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, soll dieser Account hier auch mal auf Rathaus 9 gehen oder soll ich lieber auf 8 bleiben, dass wir immer noch so ein bisschen 8er Content zu sehen haben. Ich meine, ist nicht schlecht, ich mag den 8er eigentlich. Ich kann mich eigentlich auch mal wieder grün stellen hier. Super, dass ihr alle außenrum fliegt und ich jetzt womöglich mit meinem King das Dunkle holen muss. Naja, super. Erstmal müssen wir den gegnerischen King machen und dann vergiften wir den mal, dass der nicht ganz so doll Aua macht und die blöden Skelette mich da auch nicht so nerven. Meine Drachen sind schön außenrum geflogen, vorbildlich. Und es ist eigentlich auch der Hammer, so ein gegnerischer King, was der hämmert gegenüber meinem 10er King. Meine, er ist in der Verteidigung und ich bin im Angriff. Trotzdem habe ich jetzt sein Dunkles erwischt. Der Rest wird dann leider im Rathaus sein. Das werden wir nicht mehr kriegen. Und ja, vielleicht könnt ihr es mir sagen, ob ihr den lieber auf 8 sehen wollt, sodass ich immer noch mal wieder so ein bisschen Rathaus 8 Content bringen kann, was Farmstrategien angeht oder auch vielleicht mal eine neue Truppe, keine Ahnung, was da denn kommt. Ich glaube, den können wir auch abbrechen. Und aber jetzt habe ich auf jeden Fall die Truppe am Start. Oder ob wir hier jetzt tatsächlich auf Max gehen. Also wir müssen die, ich weiß gar nicht, wie viele Mauern es sind. Man kann das immer ganz gut sehen, indem man hier einfach mal was Leeres hat. 220 Schwarze habe ich und ja, 5 Stück noch auf 7. Ich glaube, das ist ganz easy. 5 mal 250.000, das sind 1000, nee, sind 1.250.000. Wir haben 845.000. Eigentlich habe ich schon, ne? Folge können. Ah, nee, ich habe es noch nicht. Folge kann aufhören. Ah, nee, collecten kann ich gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen die Truppe noch mal nach. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Ich habe jetzt ganz, ganz viele gesehen. Die machen einen Packer und ganz, ganz viele Heiler. Finde ich aber irgendwie komisch. Finde ich irgendwie komisch. Ich mache das mal so. Brauche auf jeden Fall so ein paar davon. Einen davon. Wir nehmen zwei Heilzauber und einen Wutzauber, ein Gift. Und lassen wir den King eben mal recken und dann machen wir auch mit dieser Armee endlich unseren Angriff. Und wir sind schon in der Suche. Also, Armee ist am Start. Und wir wollen mal schauen, dass wir einen ordentlichen Gegner mit viel Gold vor allen Dingen bekommen. Also 1,2 Millionen muss da oben am Ende stehen, damit wir auch unsere restlichen Mauern machen können. Und oh, 229.000. Eigentlich hat er ja nicht ganz so viel, aber das stört mich jetzt mal gar nicht. Wo sind denn die Luftabwehren? Die sind da und da und da. Okay, das stört mich jetzt mal gar nicht. Mal sehen, Funnel wird wahrscheinlich ausfallen. Also mit der Taktik, die kann man ja, das ist eine super RH9, RH10 Taktik auch. So ein Packer Walk, die kann man natürlich auch mit, ja, nein, nicht wieder außen rum rennen. Okay, jetzt mussten sie rein. Ich musste da gerade echt die drei Magier leider verpowern. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein paar Magier in der Clanburg. Und sonst wären die mir wieder außenrum gerannt. Also geht das hier schon. Also, ja, die Taktik kann man im Rathaus 9 und 10 Bereich natürlich super machen. Ich muss sie jetzt mal so ein bisschen in Wut bringen, dass sie hier ein bisschen tiefer reingehen. Clanburg hat er nicht. Okay, dann nehmen wir hier schon so ein paar Hogs mit rein. Und hier außen, oh, das ist wirklich eine schwache Base. Das ist wirklich eine schwache Base.
Aber egal. Wenn der Sprung fallen hat, dann habe ich jetzt gleich nur noch so ein paar Hawks über. Ich bleib die ganze Zeit stehen. Ja, im R9-Bereich kann man es ein bisschen besser machen, weil man natürlich super mit Elektrodrachen funneln kann. Das kann ich hier jetzt nicht so richtig. Und weil der Rathaus 8 natürlich keine Elektrodrachen hat, den einen Heil hier, den können wir uns sparen. Den können wir uns sparen, glaube ich. Dann machen wir hier schon mal Clean Up. Ja, so geht's eigentlich ganz, ganz locker. Ich meine, das Event hier, genau wie die letzten Clan-Spiele, auch fand ich jetzt, ist mit 6 Tagen mal wieder völlig übertrieben. Oder 7 Tage, ich weiß gar nicht, wie lange es rennt. Und ich habe das mit, ich glaube, ich schaffe es diesmal mit allen Accounts, dieses Event zu machen. Zumindest kann man ja alle beide Events mit maximal oder minimal Rathaus 8 spielen, weil der einen Packer in die Clanbook bekommen kann. Mit Rathaus Level 7 und drunter kannst du das Event auch spielen. Das heißt also, deine Clanbook muss mindestens 15 oder 14 Platz haben, denn 14 Platz verbraucht ein Heiler. Und deswegen ist das Event spielbar ab Rathaus Level 2, 3 oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich habe übrigens gerade einen Boost eingeworfen. Ich habe nämlich gesehen, dass ich hier eine freie Pulle hatte. Ja, die übersehe ich auch gerne. Und wo ich das Heldenbuch hier gerade sehe, es wäre schön, wenn man hier so ein bisschen unter seinen Accounts scheren kann oder hier irgendwie so ähnlich wie bei Clash Royale so eine Tauschmarke hat. Tausche Buch der Helden gegen, was weiß ich, Buch des Bounds oder sowas. Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich hier natürlich 3 Heil. Das ist nicht so gut. Ich hätte den Heil doch einfach rausbringen sollen, damit man hier sauber nach Quicktrain kann. So, zweite Armee ist auch gleich da. Wir warten mal eben auf unsere Clan-Burg. Und ich denke mal, ist ganz easy peasy. Aber wie gesagt, mit 6 Tagen oder ich glaube, es lief 6 Tage, 3 Angriffe hier mitzumachen, das ist ein bisschen wenig. Supercell, bitte, bitte macht hier raus wieder 10 Angriffe oder von mir aus 20 Angriffe. Das gab es ja auch schon in 3 Tagen. Aber sowas hier, das sind ja keine Herausforderungen. Das ist einfach nur... logge ein ins Spiel, spiel die Challenge und dann logst du halt wieder aus. Und das ist gewesen. So binde ich leider Spieler nicht unbedingt dauerhaft an dieses Spiel. Denn das ist echt ein bisschen mau. Die 600 EP nehmen wir mit. Oh, vielen lieben Dank. Ich hab was von Loot bekommen. Und ist sicherlich ganz nett. Also 600 EP und diese 4 Tränke hier. Aber meine Magical Chest ist sowieso völlig überfüllt hier. Mit Sachen, die ich im Moment nicht verbrauche. Und deswegen können wir jetzt... Wir können gleich wieder loslegen. Das ist sehr, sehr gut. Dann brauche ich nämlich keine Schnitte hier reinmachen in dieses Video. Wir haben 1.086.084.000. Okay, die Suche kostet natürlich immer so ein paar Euro. Oh, da haben wir schon gefunden. Ah, super. Ich muss dann heute mal ganz, ganz wenig schneiden, denn ich nehme einfach ganz, ganz spontan auch auf. Das kommt noch dazu. Ich nehme ganz spontan auf. Ich glaube, wir haben die Armee... Ah, die war doch noch nicht fertig, ne? Ah, shit, shit, shit. Pfui, jetzt muss ich doch einen Schnitt reinbringen. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Den nehmen wir mal mit. Der ist schon ein bisschen stärker, aber 366.000, die lassen wir uns hier nicht entgehen. Ich hatte eben keine Magier. Und so ganz ohne Magier wollte ich nicht losziehen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich doch mal ein bisschen funneln kann mit den Magiern hier. Ich glaube, das ist ganz gut an der Stelle. Und dann nehmen wir das Lager vielleicht auch schon mal raus, denn hier ist der Bogenschützenturm. Schön im Ausbau, der hätte nämlich jetzt schon mal einen Magier da geplättet. Da hatte ich dann ausnahmsweise mal keine Lust drauf. Einmal 3 Packies gesetzt, also so kann man es machen. Leute, lasst euch nicht von den anderen Videos irritieren mit einem Packer und ganz vielen Heilern. Das bringt einfach nichts, das bringt ja ein bisschen Fun, ja. Aber das ist dann auch gewesen. Warum will der denn dahin? Warum will der King ausgerechnet auf die Mauer, wo er doch die ganze Zeit Beschuss vom Bombenturm bekommt? Mann, Mann, Mann. King, King, King. Da muss ja aber auch noch ein bisschen mehr Hirn wachsen, glaube ich. Okay, du wolltest außenrum. Ja, sag das doch. Du wolltest außenrum. Dann nehmen wir hier die jetzt garantiert nach außen laufen, weil ich natürlich innen drin schon ganz viel Hawk Rider habe. Da machen wir den Heil hin. Ich muss jetzt... gerade mal die Übersicht behalten hier. Keiner meiner Magier wird hier geheilt. Das ist natürlich sehr schade. Und weil die Strategie habe ich auch schon mal richtig drauf gehabt. Da wieder Sprungfalle und jetzt habe ich da ein Heil geworfen. Ja, okay. Für zwei Hawkrider und einen halben Packer und eine halbe Packer-Dame. So, oh, meine Magier haben es da doch gepackt.
Wenn wir hier schon mal mit Cleanup anfangen. Wir haben jetzt schon, wir haben schon genug geholt, jawohl. Also Road to Max R8 läuft auf jeden Fall bei mir. So wie mit den anderen Sachen und mit den anderen Accounts auch. Auch mit dem Avatar bin ich heute Abend wieder auf Reise. Deswegen mache ich diese Folge eigentlich, um euch das mitzuteilen. Also bitte, bitte, bitte irgendein Clan für mich offen sein oder mal online sein. So abends 8, 9, 10. Wäre ganz schön, denn dann kann ich in eure Clans kommen. Letztes Mal hat es auch wieder ein bisschen gedauert. Da habe ich bei 5 Clans angefragt. Wie gehabt, habe einfach gewartet, bis denn einer sich erbarmt und mich aufnimmt. Wer es dann ist, das werdet ihr die nächsten Tage aber sicherlich sehen. Aber na, wir machen das erstmal zu Ende hier. Kurze Reckzeit und dann kann ich auch wieder anfordern. Für den, ja, ist schon der letzte Angriff. Kurze und knappe, schmerzlose Folge. Und da war es wieder. Meine Tablets. So, die Wartezeit habe ich mir mal im Dunkeldorf versüßt. Ja, super. Ach, Mist. Naja, war ein Scherz. War ein Scherz, weil ich mich natürlich mal wieder gegen einen, was ist es? Ja, da sieht man es an den Zahnrädern, gegen ein Rathaus höher rumschlagen musste. Das leidige Thema, aber ich will es nicht mehr ankratzen. Wir waren ja beim Pekka Highlight Event. Also ich habe dreimal jetzt die gleiche Armee genommen. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir immer die gleiche Armee nehmen. Man kann sie zwar ein bisschen umwandeln, aber bei 200 Truppen ist es bisher doch ein bisschen eingeschränkt. Ist man ja doch ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen nehmen wir den lieber so, wie er ist. Dann haben wir wenigstens ein paar Magier, wenn da doch mal ein bisschen böse Lufttruppen kommen oder so. Denn nur Packies, das ist dann schwer. Mit nur Gift, finde ich, dann eine Clanburg wegzumachen, musst du schon beide Gift nehmen. Und die müssen auch gut sitzen, die beiden Gift. Jawohl, da ist er, den nehmen wir mit. Der sieht gut aus, denn hier müssen wir mal ein bisschen funneln können jetzt. Mal sehen. Dann funneln wir mal. Fangen wir mal hier an zu funneln. So. Einmal den. So ist ja mal eine doofe Floskel. Wo kriegen wir keinen Beschuss? Hier kriegen wir keinen Beschuss. Und hier kriegen wir keinen Beschuss. So, da können wir auch noch was machen. Und den Rest können jetzt unsere Packers hier erledigen. Die dürfen halt nur nicht ganz so weit raus. Deswegen muss ich da nochmal 2 Magier setzen. Und bitte nicht außen rumrennen, ne? Shit. Okay, sie gehen doch außen rum. Und ich habe keine Clanburg dabei. Naja, super. Dann machen wir erstmal eine Rundturn hier. Eine kleine Rundreise einmal rum um die Rathaus 8 Base hier. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dann lernt man mal ein bisschen das ganze Gelände hier kennen. Kann einmal schön die ganze Base schön einmal abgehen. Damit dann weiß man schon mal, so groß ist so eine Base also. Dann nehmen wir hier noch den Magier mit hinzu. Dumm. Und so geht es ja erstmal außenrum. Das Gute ist hier, die Luftabwehren sind alle schön innen. Da wird mir keine Luft, kein einziger Heiler wird mir hier sterben. Aber der King wird mir fast sterben. Okay, oh, da gehen die ersten Packies rein. Aber Heiler schwenkt jetzt um auf den Packer, der da ein wenig Beschuss bekommt. Und der soll jetzt, komm, der haut jetzt erstmal den King um. Macht den King weg, jawohl. Und damit der dann auch weiter in die Mitte gehen kann, glaube ich, bevor der es dann doch ein bisschen zu weit hat, nehmen wir mal hier die Hawk Rider mit rein. Ihr hört das an meiner unterwürfigen Stimme, unterwürfigen, lustigen Stimme, dass hier was nicht stimmt. Ja, hier stimmt einiges nicht mit dem Angriff hier. Ja. Aber wir haben hier gewonnen und noch gar keine Ressourcen geholt, ne? Weil alle sind ja außen rum gegangen und die Lager außen waren ja so richtig schön leer. Ach, super, Toto. Hast du gut gemacht. Keine Ressourcen mitgenommen. Ja, so ein bisschen haben wir ja mitgenommen. Ein Stern haben wir schon mal. Ich denke mal, der zweite Stern wird jetzt auch ein bisschen schwierig. Dadurch, dass... da hinten ist doch der eine Packer ist da noch. Okay. Ne, die eine Packer-Dame. Und hier wird die Packer-Dame leider jetzt sterben. Sie wäre ja schon lange tot. Ihr könnt euch sicherlich noch dran erinnern. Doppelter Schaden von Teslas auf Packer. Alles Geschichte. Aber toll. Den nicht mitgenommen. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben das Event gespielt. 4 Ressourcentränke, 600 XP bekommen. Experience Points oder Punkte bekommen. Und wir können, glaube ich, ja, wir können die restlichen Mauern machen. Ich baue die Eventtruppe nochmal nach. Sie ist nämlich billig. Und ich bin noch im Boost, im Schub. Dann machen wir uns die Lager voll hier. Mal sehen, ob wir das auch starten an Rathaus 9. Also machen wir erstmal die restlichen Mauern. Ich mag das, wenn man Mauern macht.
Ich mag das einfach, wenn man einzelne Mauern macht. Und damit müssten wir eigentlich jetzt alle haben. Ja, das sieht gut aus. Hier oben steht es ja leider nicht, wie viel Mauern man noch machen muss. Also mir wird jetzt nur noch das Town Hall angeboten. Die Base hier ist knackig schwarz. Ich hoffe, die kurze, aber knappe Folge vom Rathaus 8 aus dem Event hier. Also gönnt euch das Event ruhig. Hat euch am Ende denn doch gefallen? Bleibt an meinem Kanal dran. Lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann auch wieder mit Facecam. Die war heute mal aus, weil ich hinter mir mal wieder Baustelle habe. Also alles abgebaut, was hinter mir ist. Damit habe ich keinen Greenscreen und mit dem Kamerarahmen hatte ich keinen Bock drauf. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.